Hallo und herzlich willkommen zu unserem testbegleitenden Video zu Star Wars Episode 3 auf der PlayStation 2 und Xbox. Wir haben uns mit R2-D2 gleich mal ins Spiel eingeklinkt und ihr seht hier erste Szenen, die direkt aus dem Film ins Spiel integriert wurden. Dabei könnt ihr jetzt auch hervorragend den Übergang zwischen Filmsequenz und Spielabschnitt erkennen. Das wurde von Seiten der Entwickler sehr gut gelöst und trägt zu einer herrlichen Star Wars Atmosphäre bei. Leider hat das Ganze auch einen Wermutstropfen. Die Kamera ist fix und ihr erkennt nicht immer, von woher die Gegner auf euch zustürmen. Hier haben wir aber mit den Zerstörer-Droiden gerade abgerechnet und können uns nun in der nächsten Zwischensequenz auf einen furiosen Fahrstuhlritt einstellen. Der Lift ist da. Sieh zu, dass du die Türen aufkriegst. Da seht ihr jetzt auch eine sehr interessante Technik, mit der ihr mit Hilfe eures Lichtschwertes Türen aufschweißen könnt. Das sieht sehr gut aus und wird im Laufe der Action häufiger eingesetzt. Auf das Ziel konzentrieren. Ein interessanter technischer Aspekt von Star Wars Episode 3, Die Rache der Sith, ist darin zu sehen, dass häufig mit Transparenzen gearbeitet wird. Diesen Walker der Klonkrieger müsst ihr mit Schwerthieben in die Aktuatoren besiegen. So, mittlerweile hat sich in Spielgrafik schon der nächste Gegnertypus angekündigt. Das sind Flammenwerfer-Roboter, an denen ihr eure Lichtschwertkunst erproben könnt. Dabei seht ihr jetzt allerdings auch schon einen Kritikpunkt des Spieles. Denn kaum sind die besiegt, kommen schon die nächsten Gegner. Und wer ist das? Oh Wunder, schon wieder Flammenwerfer-Roboter. Offensichtlich durften sich die Entwickler nicht allzu viele neue Gegnertypen ausdenken und waren durch die Filmvorlage auch entsprechend begrenzt. Spaß macht's trotzdem, da ihr mit den verschiedenen Schwerttechniken die meist gleichen Gegner immerhin auf unterschiedliche Weise zerlegen könnt. Hier seht ihr unser Duell mit dem Grafen Dooku auf der PlayStation 2. Während im Hintergrund eine Weltraumschlacht tobt, nehmen wir zusammen mit Obi-Wan den dunklen Grafen in die Zange. Zur Action trägt auch bei, dass ihr mit eurem Lichtschwert Gegenstände im Raum zerstören könnt. Dieses Mal gewonnen. Damit die wichtigeren Duelle des Spieles dramatischer wirken, werden sie immer wieder von Sequenzen in Spielgrafik unterbrochen. In diesen könnt ihr besonders die Gesichtsanimationen bestaunen, die sehr gut aussehen. Wie ihr vielleicht schon an der Einblendung eben bemerkt habt, zeigen wir euch jetzt die Xbox-Fassung. Es sind keine gravierenden Unterschiede zwischen beiden Versionen zu erkennen. Aber nicht die dunkle Seite der Macht soll zum Abschluss unseres Testvideos siegreich die Fäuste ballen. Daher zeigen wir euch noch eine Bonusmission, in der ihr mit Yoda gegnerische Klonkrieger aufmischen dürft. Diese zusammen mit der Kampfarena und dem Koop-Modus sichern dem Titel einen gewissen Wiederspielwert. Insgesamt hat sich Star Wars Episode 3 Rache der Sith zwar keinen Hit verdient, Star Wars-Fans werden aber vollauf mit dem Spiel zufrieden sein. Möge die Macht mit euch sein. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.